Was geht ab, Cousins? Wir sind hier im Fight Department Bochum bei unseren Brüdern. Heute ist unsere erste Folge von unserem neuen Format. Unser allererster Sparringspartner ist unser Bruder Koray Cengiz. Profi-MMA-Fighter, er will wissen, was wir können, dann zeigen wir es ihm heute. Heute ist der abkhazische Fighter hier. Ich will heute ein bisschen Hammer, die Flinte zeigen. Er kann heute nicht abhauen. Er ist heute im Käfig gegen mich. Hammer, hast du das gehört, mein Lieber? Die Flinte zeigen, abhauen. Ich weiß nicht, um welchen Hammer er redet, aber diesen Hammer, den ich kenne, der haut nicht ab, Bruder. Und dem wird auch keine Flinte gezeigt, Bruder. Dem wird höchstens die Flinte in die Hand gegeben. Wir machen immer auf korrekt, ja, hier, Cengiz, mein Bruder, Cengiz, mein Bruder, damit die erstmal kommen. Und dann, wenn wir die haben, knallt's. Spaß. Wir machen uns jetzt ein bisschen warm, wollen uns da nicht verletzen. Wir warten, bis der kurz werden muss. In der Zeit machen wir uns ein bisschen auf Mike Tyson-Style und dann geht's ab. Mein Finger, ihr wisst ja, ich habe eine lange Verletzung gehabt. Und heute muss ich diesen Finger, der sonst fällt der mir runter. Die Sehne ist abgerissen. Ja. Und der hängt so schief, aber das zeige ich dir später mal. Mein Nicht-Fit ist bei manchen Leuten schon überfit. Kein Problem. Der Überflieger? Guck mal, Wallah, ich bin nicht am Trainieren. Wallah, ich bin nicht fit. Wallah, ich bin müde. Aber ihr werdet sehen, kämpfen kann ich immer. So Leute, das ist unser Bruder Moritz. Kampfsportler, Straße, Trainer, was ihr wollt. Mit dem werden wir auch noch eine Folge drehen, aber ihr seht, mit dem müssen wir auf jeden Fall ein bisschen fit sein. Aber Fight Department Bochum, Leute. Kommt vorbei, schaut. Der Armer hat gut gelernt bei mir. Anders kann man das nicht sagen. Ich muss sagen, er ist lernfähig. Viele Kampfsportler gesehen, viele Trainingseinheiten auch hinter mir. Der Armer hat etwas Besonderes mitgebracht: Talent. Und dementsprechend hat er auch sehr viel gelernt. Und schnell. Du bist Kastamat. Kein Problem, ich bin Tyson, okay. Dein Ernst, oder? Nimm mich an. Was, er hat dazugegeben, wer Tyson ist. Aber ich bin doch dein Trainer dann. Egal. Es wird ernst, Leute. Es wird ernst. Der Bruder ist topfit, der ist Profi. Ihr habt ja gesehen, was für ein Körper der hat. Der haut so fest, dass sogar sein Finger gebrochen ist. Ich freue mich drauf, ehrlich. Also ihr kennt mich. Ich passe mich immer an. Ich bin einer, ich kann mit Respekt machen, ich kann hart machen, ich kann locker machen, aber wenn ich merke, ich denke nicht, dass er so ist, aber wenn ich merke, einer ist wild und der will jetzt unbedingt wissen, wo es lang geht, auch für sowas bin ich bereit. Aber wir sind Brüder, ja. Wir werden jetzt hier keine Pussy-Sparings machen. Ich bin nicht selbstverliebt, ich bin selbstbewusst. Klar, wenn ich weiß, ich schlag hart, sage ich, ich schlag hart. Wenn ich weiß, ich kann gut kochen, dann sage ich, ich kann gut kochen. So, aber ich sag nicht, ich bin der Beste. Gehen, so nein. Aber wenn ich in einen Kampf gehe, bin ich in meinem Kopf immer so, dass ich auf jeden Fall dominieren will und werde. Wenn es am Ende nicht geklappt hat, hat es nicht geklappt. Ende. Aber ich gehe doch nicht rein mit dem Kopf, oh, der ist stärker als ich, der ist so. Dann hast du schon verloren, bevor du durch diese Dings reingegangen bist. Man sieht's, man hört's, er ist ein Sportsmann, respektvoller und das gefällt mir. Sonst wäre ich gar nicht hier, Leute. Ein Widerstand. Ich bin nicht so mal, ich spüre seine Knöchel. Richtiger Fuchs, Alter, Wallah. Ja. Die sind voll gepoltert, ist gar nichts. Bruder, stopp, das ist ein Gänse. Der hat da Steine drin. Wallah, nein, ja, Mann. Gib mir mal Knöchel. Bruder, das ist dein Herz. Bruder, Wallah, nein. Wallah, sag ich. Wallah, nein. Leute, guck mal. Guck mal. Wollte ich schon. Ich dachte, der hat gerade noch Respekt gesagt. Jetzt weiß ich auch, warum mein Trainer immer sagt, ey, schöne Grüße, Sebastian. Jetzt weiß ich auch, warum der immer sagt, deine Fäuste kommen immer so hart. Wir machen jetzt 5x2 Minuten, eine Minute Pause. Ne? Was soll man groß labern? Wir fangen an und hören wieder auf. Einfach Respekt ist mein Standard. Respekt, Armer ist ein sehr guter, ich weiß das. Fertig.
der ist ein Panzer, alles mit Respekt. Aber wir sind jetzt auch nicht welche, die jetzt streicheln, ne? Alles gut, okay. Break, komm auseinander. Break. Okay, das kann ins Auge gehen. Ja, beide sind sehr stark. Man merkt, dass Cengiz jetzt nicht so der Standboxer ist. Er ist halt MMA-Fighter. Ne? Aber gefällt mir bis jetzt sehr gut. Sehr gut. Also ich habe auch richtig Bock. Nein, der war gut, sag für das, dass er kein Boxer ist, einfach von der Straße kommt. Respekt, er hat gute Dinger. Wie erwartet, der Bruder hat harte Schläge, ist ein Panzer, ne? Aber dafür, dass er Profi ist und nicht, kann man nicht sagen. Ihr wisst, Bruder, für mich sind das alles nur Titel. Jeder ist das Fleisch und Blut. Aber der Bruder hat auf jeden Fall, wie gesagt, schon einen Panzer, ne? Aber ihr wisst, ihr kennt, auch ein Panzer hat ein paar Lücken. Ich habe ja lange überlegt, wie das Format heißt. Und wir sind auf den Entschluss gekommen, Ring frei. Wer will, kommt ran.
mit Respekt, aber trotzdem hart. Klar, Mann. Geil. So entspannen, liebe ich. Und was sagst du, Bruder, für einen Nicht-Kampfsportler? Bruder, Respekt, Mann. Walla, machst du weiter und wir sehen uns in 2 Monaten wieder. Was hältst du? Rematch. Anna, Hammer, sehr, sehr stark auf jeden Fall. Also anders habe ich auch nicht erwartet. Ne? Respekt. Dein Jab hat mir gefallen. Er antwortet schnell. Und das Wichtigste war Respekt. Ne? Dann habe ich noch eine kleine Einheit mit Sinan gemacht. Sinan ist wiederum ein anderer Typ. Er ist auch so wie ich, so panzermäßig. Ich glaube, wenn wir so Kampf machen würden, dann wären so 2 Panzer aufeinander treten. Auf jeden Fall gute Jungs. Dankeschön, dass ich mit in diesem Projekt mit sein darf. Ja, Cengiz, ihr habt ja gesehen, der Bruder ist ein Panzer. Harte Schläge, harter Kopf, weicher Kern, alles mit Respekt, sehr, sehr lieber Mensch. Was mich am meisten gewundert hat, ist, dass der Bruder wirklich eine sehr gute Kondition hat. Ich habe eigentlich gedacht, okay, 1-2 Runden und danach kann ich mit ihm Boxsack spielen. Hat nicht so funktioniert, wie ich dachte. Sehr, sehr gut. Also man merkt, der Bruder, der kämpft nicht seit gestern. Alleine schon auch, wenn man ihn auch mal hart trifft oder er mich, dass keiner sofort diese Kontrolle verliert und sofort jetzt auch, weißt du, das ist das. Im Sparring muss man einfach, auch wenn du einen Harten in die Fresse kriegst, musst du dich kontrollieren können. A, Respekt den anderen gegenüber und für dich selber auch. Wenn du ausrastest, kommst du aus deiner Rolle raus. War sehr, sehr gut. Also war wahrscheinlich nicht die letzte Sparringseinheit, die wir Bruder und ich machen. Jetzt nicht nur vor der Kamera, sondern auch so kann man auf jeden Fall gut mit Sport machen. Und zu unserer Verteidigung, hier drinnen ist gar kein Sauerstoff. Das ist doch bewusst so, wirklich. Hier drinnen ist gar kein Sauerstoff. Nach der ersten Runde war Kondition schon sehr, sehr schwer. Aber ihr kennt mich, Instinkt. Wenn meine Luft leer ist und einer Druck machen will, oder ich einen harten Schlag abkriege, habe ich sofort neue Luft. Dann kommt mein Kämpferinstinkt. Ich lasse mich nicht nach hinten drücken, egal von wem. Profi oder nicht. Aber war sehr, sehr schön. Mashallah, hat sehr Spaß gemacht. Ich freue mich auf den nächsten. Wenn jemand meint, er will mich testen, Ring frei. So, Cousins, wir sind heute fertig. Erstmal Dankeschön, Bruder, dass du da warst. Danke, ich danke dir. Zeit. Ich danke dir das für die Einladung. Der Bruder wollte uns testen. Wir haben ihn auch getestet. Ich glaube, wir sind beide zufrieden. Auf jeden Fall. Super schönes Sparring gewesen. Ihr habt es ja selber gesehen. Immer alles mit Respekt. Aber wenn Leute auch ohne Respekt wollen und auf Eier machen können, sind natürlich auch herzlich willkommen. Ja, nee, heißt nicht, dass wir nicht mehr können, sondern wir haben gut gekämpft, wir haben hart geschlagen, aber wir mussten uns nicht unnötig größer als der andere machen. Das ist super, das zeigt, dass der Bruder ein Profi ist. Wir haben uns angepasst. Warum lachst du so ekelhaft, du hässlichen? Was sollen wir groß reden? Wer Bock hat, ring frei, komm vorbei. Ich bin bereit. Salam alaikum. Peace.